Das hier ist das Zeichen der Internationalen Atomenergiebehörde. Umrandet von zwei Olivenzweigen kann man in der Mitte ganz deutlich ein Atom in der üblichen Darstellung erkennen. Sehen Atome tatsächlich so aus? Nein. Wie sehen Atome aber wirklich aus? Und warum werden sie, so wie hier, immer falsch dargestellt? Im Jahr 1913 stellte der spätere Physiknobelpreisträger Niels Bohr sein Atommodell vor. Um einen schweren, positiv geladenen Kern kreisen leichte, negativ geladene Elektronen auf ganz bestimmten Bahnen. Ähnlich wie Planeten um die Sonne. Mit diesem Modell konnte man einige Eigenschaften des Wasserstoffatoms sehr gut erklären. Man wusste aber gleichzeitig, dass dieses Modell unmöglich richtig sein konnte. Warum? Eine Kreisbewegung ist immer eine beschleunigte Bewegung. Das kann man im Alltag sehr gut spüren. Beschleunigte elektrische Ladungen senden aber immer elektromagnetische Wellen aus. Alle Atome müssten daher pausenlos strahlen. Tun sie aber nicht. Außerdem würden die Elektronen durch die Strahlung Energie verlieren und somit auf einer Kreisbahn in den Kern stürzen. Bohrsche Atome würden innerhalb von 10 hoch minus 8 Sekunden kollabieren. Warum kollabieren Atome aber nicht? 1913 war das ein absolutes Mysterium. Man musste noch bis 1927 warten, um dieses zu lösen. In diesem Jahr formulierte Werner Heisenberg seine Unschärferelation und diese erklärt die Stabilität der Atome. Ich erkläre die Grundüberlegungen im Folgenden anhand eines Wasserstoffatoms. Zunächst brauchen wir ein paar Vorüberlegungen. Sehen wir uns dazu einmal eine Kugel in einer Mulde an. In dieser Mulde hier ist die potenzielle Energie ein Minimum. Eine solche Energiesenke nennt man einen Potentialtopf. Die Kugel sucht quasi immer den Zustand der niedrigsten potenziellen Energie und wird deshalb immer an die tiefste Stelle der Mulde rollen. Diesen Potentialtopf hier kann ich sehen und angreifen. Er ist real. Bei der elektrischen Kraft gibt es zwar keine Mulde, die ich sehen und angreifen kann. Trotzdem erzeugt auch jede elektrische Ladung einen Potentialtopf, und zwar einen trichterförmigen, in dem die potenzielle Energie ein Minimum ist. Wenn ich ein Elektron auf ein Proton schieße, dann würde es aus Sicht der klassischen Physik bildlich gesehen in diesen Potentialtrichter hineinfallen, bis es zum Schluss auf das Proton prallt und dort ein Minimum an potenzieller Energie erreicht. Aus Sicht der klassischen Physik müsste also zum Schluss das Elektron am Proton kleben. Was passiert tatsächlich, wenn ich ein Elektron auf ein Proton fallen lasse? Es entsteht ein stabiles Wasserstoffatom. Um diese Kuriosität zu verstehen, brauchen wir die Unschärferelation. Das Produkt aus Orts- und Impulsunschärfe kann einen bestimmten Wert niemals unterschreiten. Wenn das Elektron auf das Proton fällt, dann kann ich mir eine virtuelle Kugel um den Kern denken. Der Radius dieser Kugel soll der Ortsunschärfe Delta X des Elektrons entsprechen, also der Genauigkeit, mit der ich seinen Ort rund um den Kern bestimmen kann. Je näher das Elektron dem Proton kommt, desto kleiner wird die Ortsunschärfe und desto kleiner wird auch der Radius der Kugel. Jetzt kann aber das Produkt aus Orts- und Impulsunschärfe den Wert h durch 4pi niemals unterschreiten. Wenn ich also Delta X immer kleiner mache, muss automatisch Delta P immer größer werden. Man kann sich das wie die Seiten eines Rechtecks mit konstanter Fläche vorstellen. Auch hier gilt, wenn ich eine Seite verkleinere, muss die andere ganz automatisch größer werden. Und jetzt kommt etwas, das es wirklich nur in der Quantenmechanik gibt. Wenn nämlich die Impulsunschärfe Delta P größer wird, dann wird zwangsläufig irgendwann einmal auch der Impuls P selbst größer. Warum das jetzt? Weil ja die Ungenauigkeit, mit der ich einen Wert angeben kann, niemals größer als der eigentliche Wert selbst sein kann. Es wäre ja auch völlig unsinnig zu sagen, dass sich hier in dieser Schale 100 plus minus 101 Kugeln befinden. Wenn also die Impulsunschärfe Delta P größer als der Impuls selbst wird, dann muss der Impuls zwangsläufig auch anwachsen. Das ist komplett verrückt und gehört zu dieser Art von Quantengeschichten, von denen Richard Feynman einmal gemeint hat, dass man sie nicht verstehen kann. Man kann sie aber berechnen und deshalb auch der Rat: Shut up and calculate. Wenn der Impuls anwächst, muss aber auch die kinetische Energie anwachsen. Warum?
Der Impuls ergibt sich aus m mal v, die kinetische Energie aus mv Quadrat halbe. Ich kann die kinetische Energie also auch als p Quadrat durch 2m anschreiben. Impuls und kinetische Energie bestehen also quasi aus denselben Komponenten. Und deshalb muss die kinetische Energie anwachsen, wenn der Impuls anwächst. Und jetzt setzen wir das alles zusammen. Wenn ich ein Elektron auf ein Proton fallen lasse, dann kann ich seinen Aufenthaltsbereich immer stärker einschränken. Dadurch sinkt seine Ortsunschärfe Delta X ab. Dadurch steigt die Impulsunschärfe Delta P an. Dadurch steigt der Impuls P selbst an. Und dadurch steigt die kinetische Energie des Elektrons. Das ist ein genereller Effekt. Wenn ich ein Quant einsperre und den Raum immer mehr verkleinere, dann wächst seine kinetische Energie. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass sich das Teilchen immer schneller bewegt. Ort und Impuls sind ja unscharf. Die kinetische Energie bekommt das Teilchen einzig und allein durch die Einschränkung des ihm zur Verfügung stehenden Raumes. Deshalb trifft es der Begriff Lokalisationsenergie hier wesentlich besser. Mit dieser Lokalisationsenergie bekomme ich jetzt einen zweiten Energieterm. Und dieser zweite Term erklärt die Stabilität der Atome. Die potenzielle Energie ist proportional minus 1 durch x, die kinetische Energie bzw. Lokalisationsenergie proportional 1 durch x². Wenn ich beide Energieterme addiere, erhalte ich die Gesamtenergie und die hat so eine Art Mulde. Wenn das Elektron auf das Proton zufällt, dann stabilisiert sich die Ortsunschärfe Delta X in diesem Minimum der Gesamtenergie. Würde Delta X kleiner oder größer werden, dann würde die Gesamtenergie anwachsen und deshalb ist diese Ortsunschärfe gewissermaßen in diesem Energieminimum gefangen. Und deshalb kann das Elektron auch nicht in den Kern stürzen. Der Radius eines Wasserstoffatoms entspricht also der Ortsunschärfe Delta X des Elektrons rund um das Proton, also um den Atomkern. Und weil die Ortsunschärfe nicht kleiner werden kann, kann das Atom auch nicht kollabieren. Ortsunschärfe und somit Atomradius haben bei einem Wasserstoffatom ungefähr den Wert 5 mal 10 hoch minus 11 Meter. Der kugelförmige Aufenthaltsraum des Elektrons bildet die Atomhülle. Wo in dieser Atomhülle werde ich das Elektron finden? Das kann man nicht sagen. Bei jeder Messung werde ich es woanders finden. Man kann diese Frage nur statistisch beantworten. Wenn ich viele Messungen mache und jeden Fundort markiere, erhalte ich eine Punktwolke, die nach außen hin dünner wird. In welchem Abstand r vom Kern werde ich das Elektron am häufigsten finden? Um das herauszubekommen, berechnet man die Wahrscheinlichkeit, das Elektron in einer ultradünnen Kugelschale zwischen r und r plus dr zu finden. Die Punktwolke wird nach außen hin immer dünner, das Volumen der ultradünnen Kugelschale wächst aber nach außen mit r² an. Ich habe also zwei gegenläufige Tendenzen. In Summe ergibt sich folgendes Bild. Die Wahrscheinlichkeit, das Elektron anzutreffen, ist beim Atomradius am größten. Und dieser Atomradius entspricht der Ortsunschärfe Delta X, bei der die Gesamtenergie ein Minimum ist. Es ist schon faszinierend, wie die Puzzlesteine alle perfekt ineinander passen. Der Radius eines porschen Atoms entspricht gleichzeitig dem Radius der Kreisbahn des Elektrons. Bei einem realen Atom entspricht der Radius dem Abstand vom Kern, wo man das Elektron bei einer Messung am häufigsten antreffen wird. Ein reales Atom hat also keine fixen Grenzen. Es dünnt gewissermaßen immer mehr aus, ähnlich wie auch die Atmosphäre der Erde keine fixe Grenze hat. Absurd ist, dass die Wahrscheinlichkeit niemals exakt auf Null absinkt. Ich könnte also das Elektron kilometerweit von seinem Atomkern entfernt finden oder auch hinter dem Mond. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist natürlich absurd winzig. Reale Atome sind schwer darzustellen und noch schwerer vorzustellen. Und das ist der Grund, warum man bis heute das falsche, aber wesentlich zugänglichere Planetenmodell sehen kann. Es ist das letzte anschauliche Atommodell und hat deshalb all die Jahrzehnte überlebt.